Hallo, herzlich willkommen. Gibt es schon wieder etwas Neues im Sortiment von Motorform? Ja, und das sollten wir uns gemeinsam anschauen. In wenigen Sekunden. Viel Spaß dabei. Nochmals herzlich willkommen bei Motorform. Worum geht es heute? Es geht um Autoteppiche und zwar speziell für den Mercedes SL der Baureihe R107. R107, ja, speziell zugeschnitten für das Cabriolet, für den Roadster. Der Teppichsatz besteht aus 18 Teilen. Wir fangen mal hier an. Das sind die Teile für die theoretische Rücksitzbank, also für Fahrzeuge ohne die Kindersitze. Dort ist ja eine Teppichauflage vorhanden auf einem Holzbrett, um Taschen oder mal einen Kasten Wasser da abzustellen. Und das sind die Teppiche dafür. Die Seitenverkleidungen sind ja mit Kunstleder bzw. Vinyl bezogen. Da ist also kein Teppich. Dann geht es weiter nach vorne. Hier zum Beispiel haben wir die Teppichmatten, also die Teppiche, keine Fußmatten, sondern Teppiche für den Vorbereich. Hier sind die seitlichen Schwellerverkleidungen aus Teppich. Das sind natürlich die Hauptfußmatten für vorne. Bei diesem Teppichsatz, den wir vertreiben, ist die Fahrerseite natürlich mit einem authentischen sogenannten Heel Pad, also mit einem Hackenschutz, ausgerüstet aus Gummi. Und das sind hier die Seitenbeplankungen für die Mittelkonsole. Das Licht changiert ein bisschen. Das ist hier natürlich die Farbe Dattel. Im Amerikanischen nennt man es Palomino oder Camel. Bei uns sagt man Dattel oder manchmal auch Safran. Die Sachen sind hochwertig verarbeitet. Man sieht also, dass die Keder richtig aus einem Kunstleder sind, vernäht und nicht einfach mit Teppichgarn umkettelt, wie es bei Reproduktionen vom Sattler oder vom Teppichhändler um die Ecke manchmal gemacht wird. Sicherlich auch nicht verkehrt. So ist es aber original und authentisch. Die Teppiche sind aus einem authentischen Velour. Im Übrigen waren die Velour-Teppiche bei Mercedes niemals aus Wollgarn, sondern es war damals schon in den 80er Jahren ein Synthetikgarn. Hat vermutlich einfach Pflegegründe und vermutlich damals auch bei Mercedes schon Kostengründe, auch wenn so ein Fahrzeug, beispielsweise ein 500er SL, wie er hier steht, einen Listenpreis von über 100.000 D-Mark hatte. Diesen 18-teiligen Teppichsatz werden wir in Kürze in so gut wie allen gängigen Farben haben. Stand heute haben wir ihn im Shop in drei Farben schon mal verfügbar, in den gängigsten, wichtigsten Farben. Das wäre also dieses Dattel Safran. Alternativ in dem helleren Cremebeige und wir haben ihn auch schon in Schwarz am Lager. Wir werden aber die Farben Blau und Grau auch bald reinbekommen. Das ist nur noch eine Sache von ein paar Wochen. Wir haben testweise den Teppichsatz an einen uns bekannten Kunden geschickt und der baut schon länger die Baureihe 107 auf und hat schon viele Teppichsätze ausprobiert und er hat uns attestiert, dass der hier von guter Qualität ist. Und da freue ich mich, dass wir das jetzt unseren Kunden auch endlich anbieten können. Wir haben übrigens auch einen vierteiligen Mattensatz jetzt am Lager, da kommen wir gleich zu in einem separaten Video. Und wir gucken jetzt noch mal kurz auf die Rückseite. Ist also wichtig, dass da kein Schaumstoff ist auf der Rückseite. Der Teppich darf nicht zu dick sein, weil teilweise wird er, glaube ich, auch verklebt. Und ein Schaumstoff, wie so ein typischer Wohnvelour ist, der würde sich im Fahrzeug auch mit der Zeit abrubbeln. Damit gäbe es immer irgendwelche Flusen, Fusseln, das will man nicht. Autoteppich ist per se hinten nur ganz normal verarbeitet mit einer dünnen Rückschicht,
aber nicht mit einer aufgedoppelten Schicht oder irgendeinem Schaumstoff. Das ist im Autobereich nicht erwünscht. Ja, der Teppichsatz wird in unserem Webshop circa 250, 260 Euro kosten, der 18-teilige. Damit hat man eigentlich sämtliche Hauptteppiche, die im Fahrzeuginnenraum zu finden sind. Ist jetzt hier nicht ganz so leicht zu sehen beim Schwarz, aber also die Fußmatten hier, diese Schwellerteppiche sind dabei. Hinteren Matten. Hier dieser Bereich, jetzt ist es hier ein Fahrzeug mit einer originalen Kinderrücksitzbank, deswegen kommen die beiden Teppiche natürlich da nicht zu tragen. Wobei hinter der Rücksitzbank, die ja im Original klappbar ist, müsste ja eigentlich, ja, da ist der Teppich. Das heißt, dieser Teppich ist auch mit dabei. Somit ist bei Fahrzeugen mit dieser Kinderrücksitzbank eigentlich auch sind 17 von 18 Teilen nutzbar. Dieser Teppich hier auf der Rückenlehne, der ist nicht dabei, der ist sehr speziell. Zack. Auch der Kardantunnelteppich ist natürlich dabei. So. Wenn unsere kleinen Filme hilfreich, unterhaltsam oder einfach nur sympathisch sind, dann bitte gerne auf Abonnieren klicken. Das ist völlig kostenlos, hilft uns aber weiter. Oder die Glocke anklicken, dann bekommt man automatisch eine Nachricht, wenn Motorform ein neues Video hochgeladen hat. Vielen herzlichen Dank dafür und wie immer viel Freude mit diesen schönen Fahrzeugen.